Astrid, hallo. Hallo Burkhard. Ich bin bei dir und freue mich darüber, dich mal wiederzusehen. Wir wollen ja ein bisschen über das Käthe Federmann-Video reden. Ich weiß das auch noch ganz genau. Das war letztes Jahr im Februar. Du hast mich da angerufen, hast mich gefragt und ich habe dann so gedacht, ja, wie jetzt? Was jetzt? Was soll das sein? Warum ich? Was? Ja, wie soll das werden? Was stellt ihr euch da so vor? Und du hast dann aber gesagt, ja, ich schicke dir mal die Musik und du kannst dir das ja mal anhören und du kannst dir das ja auch mal überlegen, ob du da mitmachen möchtest und wir bräuchten da mal ein paar Bilder. Also wenn ich an den Dreh zurückdenke, ist so diese ganze Atmosphäre das, was für mich ganz hervorragend und auch herausragend war. Es war natürlich so, ich sag mal, die Atalanta, dieses alte Schiff, ich sag mal, die Matrosen, wir da alle an Bord, auch als ja, Seeleute, sag ich mal so. Und das war schon irgendwie herausragend, diese ganze Atmosphäre halt auch. Ne? Also ich habe natürlich schon auch Angst gehabt. Oder es war schon komisch. Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich habe ja noch nie irgendwie so vor der Kamera gestanden. Und es war natürlich schon auch eine Herausforderung und auch erstmal ein bisschen komisch. Und man hat so gedacht, naja, was kommt da jetzt auf dich zu? Was wollen die jetzt? Was soll jetzt gemacht werden? Man möchte das ja dann natürlich auch zur Zufriedenheit von euch machen und das ist auch so gewesen. Ich habe dann aber einfach gedacht, ja, mach einfach und vergiss einfach das Ganze drumherum. So bin ich daran gegangen. Ich weiß nicht, so richtig mit sich zufrieden ist man, oder ich wahrscheinlich sowieso nie so wirklich, muss ich mal ehrlich sagen. Im Nachhinein denkt man immer, ach, hättest du vielleicht auch noch ein bisschen freundlicheres Gesicht machen können oder ein bisschen anders machen können, weiß ich nicht. Also ich finde euch dann immer total toll da drinnen und ich finde auch so die ganze mit der Kneipe und das finde ich dann, ich selber bin dann immer so ein bisschen, also das Video selber ist total toll, finde ich. Es ist wirklich total schön, ich habe das ja auch so miterlebt, ich sag mal, wie ihr da auch rangegangen seid und was das für euch, so wie du schon sagst, das Baby und das war schon sehr beeindruckend auch, ne? Dass diese Wichtigkeit für euch, diese Freude, mit der da rangegangen wurde. Und ich fand auch so bei dem Dreh, diese Freude, das habe ich so empfunden, auch so ein bisschen abgefärbt. Auch auf mich nachher, wenn man erstmal so rangeht und sagt, ja, mal gucken, was wollen die jetzt eigentlich und wie soll das jetzt hier werden, was sollst du denn jetzt hier machen? Und dann wurde ich da ganz doll herzlich aufgenommen. So war, habe mich so von Anfang an so in diese Gruppe integriert gefühlt. Und diese Freude von euch, das ist dann halt auch so übergesprungen. Ich glaube, das war auch für die ganze Sache und auch für das, für die Leute auf der Atalanta hat man so empfunden. Es war alles so eins und es war einfach toll. Ja. Es war wirklich toll. Wenn ich das jetzt nochmal machen würde, dann würde man wahrscheinlich nicht mehr so unvoreingenommen rangehen, was ich aber jetzt nicht als negativ sehen würde, sondern vielleicht mehr als positiv, dass man da ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen freier rangeht. Schaltet sich immer mehr so der Kopf ein. Und dann denkst du, ach, jetzt soll ich so stehen, jetzt soll ich so gucken und so weiter. Und dann musst du das alles irgendwie hinkriegen und trotzdem noch so rüberbringen, dass es dann, also einerseits glaubwürdig ist, aber auf der anderen Seite dann auch der Sinn dieser Szene oder dessen, was man denn da darstellen will, dann überhaupt rüberkommt. Das ist, ich habe auch versucht, einfach mich so in diese Szene so rein zu versetzen und einfach das jetzt so zu leben oder zu erleben, sag ich mal, und nicht immer zu denken, ja, jetzt, wer weiß. Und das, aber es ist schwierig, ne? Im ersten Moment ist es schon schwierig. Was wird passieren da? Ihr werdet gebucht. Mit dem Ding? Ihr werdet gebucht ohne Ende. Alle wollen euch sehen. Ja, hoffentlich. Und ihr macht Musik. Hoffentlich. Musik, Musik. Ja. Das würde mich freuen. Ne?